Hier schauen wir uns an, wie zwei Kugeln, die aus unterschiedlichem Material gefertigt sind, unterschiedlich mit dem Tisch stoßen, wenn sie fallen gelassen werden. Die linke Kugel bleibt fast sofort liegen, sie hüpft kaum wieder hoch. Die rechte dagegen, das sieht man hier in der Zeitlupe besonders deutlich, springt einige Male auf. Beschrieben werden muss das und kann das mit den Begriffen des Impulses und des elastischen und inelastischen Stoßes. Inelastisch heißt hier, dass die Energie des Fallens sofort in Wärme umgewandelt wird beim Fallen, elastisch, dass die Kugel wieder zurückstößt. Wir klären alle Fragen, die damit zu tun haben, im Kapitel 9 der Vorlesung Einführung in die Mechanik. Da geht es um Impuls, Impulserhaltung und Schwerpunkt.